Guten Tag, hier spricht euer Peter Kim. Und jetzt versuch mal die restlichen vier... Sie sagten, ich bin ein Lügner, dem man nicht glauben darf. Jetzt such mal die letzten vier Verstoßene. Hallo, Pisco schickt mich. Wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Okay. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Okay. Oh, Jeff! Oh, Jeff! Kai. Oh, Goldemar. Okay, das dehne ich dann fast. Sachen machen wir dann als Abschluss dann von den fünf. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Leben gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Alter, was man hier alles findet, Leute. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Aber so, Leute, wie kommen... Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen.
Okay, jetzt müssen wir zu den letzten zwei noch kommen, ehe ich um die vier hinkomme. Okay, wir müssen da durch. Ja. Okay, sind wir hier. Okay, Helden, aber hier, wie es aussieht, hätten sie schon die Wasserversorgung geregelt schon gut. Muss man so. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. So, jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir zum anderen? Zu dem da oben, da wo man mit dem verstoßen. Das ist die Frage, wie komme ich? Okay, Leute, ich. Vielleicht müssen wir so anders laufen. Busch! Genau hier müssen wir hin. Ah, der Anna verstoßen. Weißes Wasserschwein. Sowohl Segen als auch Fluch. Okay, bin mal gespannt. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Okay. Alle, wie viel Gas? Ich bin sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ja, würde ich auch sagen, Leute. Okay, du ist.
Okay. Albine, was? Guck, die gibt's, die Albine. Okay, da oben hoch. Oh, nicht gut. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Okay. Hoffentlich meinen sie. Brauche ich meinen Sie nicht das, was wir gesehen haben, Leute? Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, die Schick? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen. Aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Alter, wo... Ein starkes Messer brauchen wir. Wir brauchen ein starkes Messer. Bin mal gespannt, ob man die Sachen mal herkriegen irgendwo. Aber jetzt sieht mal aus, dass wir die Dorfhöhle gefunden haben. So, irgendwas haben wir den gebrochen. Ne, nicht. Der Wolf hätte mal gebraucht. Der Wolf brauchen wir ja, Leute. Der Wolf brauchen wir nicht. Wir brauchen den Wolf, Leute, nicht den Anna. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Oh, Junge, Junge. Heftig. Es war aber heftig, was hier wieder abgeht. Und jetzt suchen wir uns die letzte Verstoßende. Die letzte Geschichte. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren. Aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid.
Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Okay, Leute. Das heißt, man könnte jetzt mal eine, wir testen mal eine Schnellreise, Leute. Eine Schnellreise. Und reisen dahin. Gucken mal, wie das funktioniert mit Schnellreise, Leute. Ist auch nicht schlecht, so eine Schnellreise mal zu machen. Dann gucken wir mal, ob wir die das Jade-Ding finden. Aber fehlt uns immer noch eine Verstoßene. Weil es waren jetzt bis jetzt nur vier, aber wo ist das die fünfte Person verstorben? Da müssen wir jetzt nochmal gucken, Leute, wo die Nummer 5 ist, glaube ich. Aber wo die Nummer 5 war, die auf der Karte sieht man es jetzt so richtig. Aber es ist nur schön, wieder ein bisschen nur die Stadt zu erkunden, noch ein bisschen, Leute. Es ist immer schön, will die Stadt zu finden. Das mal die Würfel wären nicht schlecht. Wenn wir die kriegen will. Ah, okay, da ist die letzte. Okay. Passt ja gut, Leute. Aber wir müssen eh hier hin und dann passt's ja. Guck, Leute, ohne das hätten wir es vielleicht gar nicht rausgefunden, Leute. So, Leute, und jetzt holen wir uns. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt holen wir uns die letzte Verstoßene. Aber ein Vorteil ist es, Leute. Hey, waren wir da unten schon mal? Nein, waren wir noch nicht gut. Alter, wie viele Dialekte die hier haben, wir haben. Tja.
Ich atme mal, wie viel Dialekt. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Okay, dann machen wir. Dann wird sie das mal auf dem Markt weitergehen. Okay. Alter, wie viele Dinge wir hier finden, dass wir uns wieder erlernen, die Sprache von der Nähe. Und wieder ein neues Basislager gefunden. Junge, Junge, wo wir überall Sachen finden, Leute. Zwei Fähigkeiten. Ich glaube nicht, dass wir noch was upgraden können mit zwei Fähigkeiten. Schon heftig, Leute. Okay, gut. Aber Leute, ich würde fast sagen, wir machen für heute wieder Feierabend. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.